Ich erwarte von Ihnen, Herr Innenminister, dass Sie anstatt Ihren Überwachungsfantasien zu frönen, dem Finanzminister Einhalt gebieten, wenn er mal wieder seine Sparorgien auf den Rücken der Landesbediensteten und damit auch der Polizei austragen will. Wir fahren den Staat nicht an die Wand, wenn wir ausreichend Polizistinnen und Polizisten einstellen, sondern nur, wenn wir so lange wieder sparen, bis wir wieder ein ernsthaftes Sicherheitsproblem im Freistaat Sachsen haben. Und es nützt Ihnen am Ende auch nichts, wenn Sie für Ihre ganzen schönen neuen Befugnisse und Maßnahmen, die Sie gerne haben wollen, dann keine Leute mehr haben. Das ist Ihre Baustelle, Herr Innenminister, und nicht die Massenüberwachung der Bevölkerung.